Ein tragischer Zwischenfall hat sich schon Ende Juli in Wien-Favoriten ereignet. Die Polizei wurde da auch eingeschalten. Eine Mutter steht im Verdacht, ihr Kind geschüttelt zu haben. Was ist denn da genau passiert? In den frühen Morgenstunden des 29. Juli wurde der Rettungsdienst bezüglich eines 4 Monate alten Säuglings verständigt. Im Krankenhaus haben die Ärzte dann sehr schnell innere Verletzungen bei dem Säugling festgestellt, die durchaus lebensbedrohlich waren. Es hat sich aufgrund des Verletzungsbildes dann sehr schnell der Verdacht des sogenannten Schütteltraumas ergeben für die Ärzte. Aufgrund dessen haben sie dann auch Anzeige bei der Polizei erstattet. Es wurde dann die 28-jährige Kindsmutter von Beamten des Landeskriminalamts Wien dazu befragt. Sie hat dabei bereits angegeben von sich aus, dass das Kind sehr viel geweint hat und sie in einem Moment der Verzweiflung offenbar das Kind geschüttelt haben dürfte und dadurch die Verletzungen entstanden sein dürften. Die Staatsanwaltschaft Wien hat daraufhin dann ein gerichtsmedizinisches Gutachten in Auftrag gegeben, um das näher zu klären. Gestern am 9. August dann kam das Ergebnis dieses Gutachtens, wo dann bestätigt wurde, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die inneren Verletzungen aufgrund des sogenannten Schütteltraumas entstanden sind und dass somit Fremdverschulden anzunehmen ist. Noch am selben Tag hat die Staatsanwaltschaft Wien dann eine Festnahmeanordnung erlassen für die Kindsmutter. Und am selben Tag, noch gestern in den Abendstunden, wurde die 28-Jährige dann als dringend Tatverdächtige von Beamten des Landeskriminalamts Wien festgenommen. Weiß man etwas zum Gesundheitszustand des 4 Monate alten Babys? Das Kind befindet sich aktuell noch immer stationär im Krankenhaus und der Zustand ist weiterhin kritisch.